So, Freunde, erstmal Mittagessen vor der Champions League. Polo Fahne. Brokkoli. Und ein Apfelsaft. Wir sind bei Mendoza Johannes de la Chaussee. Meine Hood repräsenten. Yes! Ja, Freunde, kurzer Einkauf. Der Onkel hat sich einen Sessel gekauft hier. Ja. Und jetzt geht's mit dem Sessel dazu. Hallo, kannst du mir bitte meinen Milchshake reichen? Hallo? Hallo? Jetzt transportiere ich den mal ganz kurz nach Hause und dann geht auch schon wieder die Champions League los, Freunde. Ne? Was sagt ihr zu dem? Ich will Balkon. So eine Chiller-Lounge machen, wo der Onkel sich einfach mal erholt immer von den stressigen Arbeitstagen. Und da dachte ich mir, ist dieser Sessel auf jeden Fall richtig angenehm. Ne? Schöne Grüße an die zwei Freunde, die mich gerade McDonald's erkannt haben. Sehr freundliche Dudes. Peace out an euch, Freunde. Ich dachte erstmal, Freunde, ich schaffe den alleine nach Hause, aber geht nicht, ist mir zu schwer. Deswegen habe ich jetzt jemanden angerufen, der soll herkommen und den Sessel mal mitnehmen. Und ich gehe dann auch gleich weiter durch zu Tipico, ne? Ich kann keine Zeit verschwenden. Champions League geht gleich los. Ja, Freunde, ich bin jetzt noch unterwegs mit meinem Sessel. Kurz mit der U-Bahn. Kannst du mich mal bitte ganz kurz drehen? Nur so halten, nur so halten, nur so. Genau so, genau so. Ja, Freunde. Der Mönkelner Wettpate hat jetzt in einem U-Bahn-Waggon seinen eigenen privaten VIP-Sessel. Ja. So macht die Fahrt Spaß, ne? Endlich. Tut die Rücken nicht weh, denn die anderen Sitze sind wirklich hart. Aber wenn man die Nummer 1 ist, hat man seinen eigenen Privatsessel, Freunde. In diesem Sinne. Lass mal bitte hier nicht pikale Sachen in meine Videos reinmachen. Übertrieben, ja. Überkrass, ja. Ich kann mich jetzt überall, wenn ich nicht mehr kann, einfach hinsetzen und eine Runde abchillen, ja. Schön wäre natürlich auch, wenn jemand anders den Sessel tragen würde noch dazu, ne. Weil es ist auf Dauer anstrengend, deswegen muss ich mehr Sitzpausen machen, Freunde, einlegen. 19.46 Uhr, ja. Noch 59 Minuten, Alter. Und ich bin immer noch nicht bei Tipico. Wetten noch nicht, Wettscheine noch nicht abgegeben, ja. Ich habe auf jeden Fall einen Tisch zusammengeschraubt gerade und Sessel nach Hause gebracht. Und jetzt laufe ich schnell zu Tipico, ja. Gleich an den Automaten, klack, klack, klack. Safe-Scheine abgeben. Und dann wird mitgefiebert. Besiktas, Dortmund und Monaco, alles Heimsiege. Jawolla, jawolla, Napoli und Man City. Heute gehen wir auf die Heimteams. Alles Heimsiege, Handicap. Freunde der Hutmusik. Hier nochmal ein bisschen die Street. Neukölln, Tempelhof. Wir hören uns gleich aus dem Wettbüro, Freunde. Freunde, hier 1:2. Wir gehen fest von einem 3:2 Sieg jetzt noch aus. Ich denke auch, im Moment hat der Dortmund eine stabile 10er-Quote. Das heißt, Dortmund braucht noch 2 Tore. Wir haben gerade die 61. Spielminute. Bis 77. 2:2 und dann 93. Minute der verdiente Siegtreffer zum 3:2. Das denke ich auch. Damit Oma noch mal hinlangt. Ne? Das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Ja, Freunde, Stromausfall in Istanbul. Sag mal, was ist denn da mit der wurde die Stromrechnung irgendwie verwendet oder was? Das Geld für die Stromrechnung? Was ist denn da los, Digga? Liegt alles auf Besiktas. Aber deswegen
müssen die jetzt auf jeden Fall... Dicker, was ist denn da los, Alter? Dicker, die haben ihn mit Bus, haben sie ihn abgeholt. Seit 5 Minuten bist du bei Moskau Baute, weil einer sich auf die Schnauze gelegt hat, war eigentlich ein klarer Spieler. Aber Karius momentan, momentan alles spielt... Tom, nach Stelle? Da hat Karius den Russen unfair von den Beinen geholt und macht jetzt hier noch auf Opfer. Das Ding ist, es sind mehr Spiele unterbrochen, als Spiele, die laufen. So kann man es auf jeden Fall... Ja, die sind die Kost, ja. Alle sagen, voll die Untermannschaft, die kassieren von jedem drei Dinger. Freunde der guten Musik, hier geht gar nichts mehr. Die Spiele sind heute alle gelaufen, wie die letzten Spiele. Das System ist hier auch gefickt, Dicker. Tipico kommt nicht mehr klar. Wir haben so viel Papier verbraucht, Alter. Hier geht gar nichts mehr mit der Maschine. Passiert, ja. Ein Automat hat sich erledigt, genau wie die Scheine heute. Oh, oh, oh. Bitte warten, es wird versucht, den Java-Cache zu löschen. Dicker, haben wir hier einen PC-Experten? Dicker, wir brauchen einen PC-Experten. Bruder, bist du ein bisschen hier in Informatik-Sachen? Kannst du hier bitte... Ich will auf jeden Fall live noch was gewinnen, Dicker. Mach mal wieder funktionsfähig. Nee, Freunde, das war's. Also der Automat schützt uns auf jeden Fall. Wir haben heute so viel verloren. Er sagt... Wenn man hier im Internet surfen kann, ein bisschen Facebook oder so. Mach mal Maverick TV, Dicker. Hier, warte mal. Dicker, das ist einer von uns geschrien, ja? Wir haben alles verloren, Alter. Alles. Heute auf jeden Fall... Ein Kleinwagen ist heute flirten gegangen, Alter. Oh, oh, wartet mal. Mach mal ein Testprint hier. Gib mal Maverick TV ein. Warte. Gib mal erstmal hier. Hier sind wir doch schon, warte mal. Wo ist denn Dings? Warte, ist hier irgendwie so auf Internet. Ja, hier. Laser. Hier, bei Webber. So. Gib mal Maverick TV ein. Hier gibt es keine Tastatur, was ist das Problem? Freunde, keine Tastatur, das war's. Doch, gib's. Der Boden. Scheiß drauf. Kurzes Resümee, Freunde, ja? Wartet mal ganz kurz, ich suche mal Licht, ja. Kurzes Resümee von dem heutigen Tag. Ne? Von diesem wunderschönen heutigen Tag, Freunde, ist, Automat hat 10 Euro geschluckt und die hat er als Gutschrift wieder zurückgegeben. Ne? Alle Scheine heute voll im Arsch. Real Madrid gewinnt Handicap in Dortmund. Porto gewinnt Handicap in Monaco mit 3-0 Monaco. Monaco schießt nicht ein einziges Tor. Ja. Was soll man dazu sagen? Manchmal sind so eine Tage, ne? Heute hat das ganze Wettbüro verloren. Alle haben heute verloren, weil wie soll man diese Spiele... Wie soll man diese Spiele spielen? Hey, Analyse von heute Spiele. Alles verkackt! Analyse von heutigen Spielen. Was sagst du zu Dortmund? Morgen wird ein besserer Tag. Dortmund, lass uns nicht darüber reden. Ja, also, Freunde, ne? Und, hey, aber nicht vergessen, bitte, ja? Hey, wir haben immer Plan B. Plan B. Lotto. Heute safe. 8 Millionen. Und dann wird mit etwas größeren Einsätzen hier das weiter. Das ist unser Job. Weiter zelebrieren. Freunde, das muss man mit dem Lächeln nehmen. Es kann nicht immer laufen. Ne? Es kann, oder? Dicker, wie sechs mal sechs, 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 sechs. Dicker, es kann nicht immer laufen. Bedeutet, jetzt gehen wir erstmal was essen. Mare! Das Ding ist, wir haben einen kleinen Wagen heute verzockt, aber das Gute, wir haben... Digga, Besiktas war stabil heute. Habe ich euch gesagt, Besiktas 1. Wenigstens habe ich euch etwas Gutes gesagt. Alle, die Besiktas Einzel gespielt haben, haben einen miesen Jackpot gemacht. Ihr Ehrenmänner, ja? Wer Besiktas Handicap. Handicap, ja, sowieso. War klar, ne? Du willst nichts nicht mehr bei euch tun, Mann. Ich habe doch schon gesagt, Digga. Heute ist alles flöten gegangen, Digga. Ja? Aber was soll man machen? Ne? Man muss auch zu den Niederlagen stehen. Und es geht weiter. Ne? Was kommt jetzt überhaupt auf Maverick TV? Weil ich habe jetzt die Kontrolle verloren, was für Videos jetzt noch kommen. Heute Abend oder heute Nacht seht ihr noch die Prognose, Alter, für den morgigen Champions-League-Spieltag. Ach dann stimmt, gleich. Wir drehen gleich ab. Genau. Ja, richtig. Es gibt noch gute Prognose. Wir spielen weiter. Bet 3000. Digga, Tipico macht zu. Wir müssen eine Ecke weiter, Digga.
Und nicht vergessen, morgen Nacht, genau um dieselbe Zeit, wo ihr das jetzt ungefähr seht, kommt die Euroleague-Prognose. Genau. Weil da gehen die Spiele ja früher los. Ne? Freunde, diesen Tag lassen wir jetzt nicht auf uns sitzen. Ne? Das Ding ist, wir holen das Geld jetzt von heute, von diesem Verlusttag, holen wir das safe morgen und übermorgen wieder raus. Ne? Da macht euch mal keinen Kopf. Und ich werde jetzt meine zweite Gehirnhälfte hier in Betrieb setzen und dann geht's ab. Und Freunde, auf Maverick TV, da geht da alles Schlag auf Schlag. Ja? Heute Abend, nächste Champions-League-Prognose, Donnerstag, also Mittwochabend, kommt dann die Euroleague-Prognose. Freitag kommt dann doch schon wieder, oder Donnerstagabend, die Bundesliga-Prognose. Freunde, ihr seid doch richtig verwöhnt hier. In diesem Sinne, meine Freunde, der guten Musik, verabschieden wir uns mit dem, ja, wie sagt man, wie soll man diesen Tag nennen, ne? Zu diesem sehr erfolgslosen, also mehr Erfolgslosigkeit kann man an einem Tag nicht haben. Deswegen kann es nur noch besser werden, Freunde. Aber Pech im Spiel, Glück in der Liebe, meine Freunde. Ja, dazu sage ich auch nichts, Digga. Da läuft auch nichts zusammen, Digga. Heute ist ein Dreckstag. Marek, machst du die Pinonze? Trzymaj Tom Dychę. Trzymaj Tom. A i co? No dobrze jest. Freunde, wer rappt denn da, Digga? Maverick natürlich, Bro. Digga, er geht auf jeden Fall ab, warte mal. Hier, die Crew, Digga. Alles klar, Freunde. Jetzt seid ihr alle in meinem Vlog drin, ja? Okay, Freunde, wir sehen uns, ja? Peace out. Will jemand heute zu dem Tag was sagen, heute, Freunde? Also, Minustag heute, ne, Bruder? Hallo. Heute müssen wir anschreiben lassen, den Fleischsteller, ja? Freunde, in diesem Sinne, peace out. Ratatatata, macht die Geldzählmaschine, aber erst morgen. Ja, Freunde, heute alle Scheine getroffen in den Mülleimer und ja, die Analysen für morgen laufen, denn wir pennen nicht. Man muss natürlich weiter ackern, Freunde. Ja, every day, every night. Um 7. Ja, was glaubt ihr überhaupt bei Paris? Ne? Paris, München, klares X. Anderlecht, Celtic, klares X. Nimmt man dann die Untertor-Dreierquote mit? Karabach, AS Rom, klares X. Und Atletico Madrid, Chelsea, klares X. Bedeutet, man muss einfach nur die 4 Unentschieden kombinieren. Und das ist irgendwie eine Quote von 270. Da reichen im Endeffekt wie viel? 5. Mit 5 ist es dann wie viel ungefähr? 1200. Nee, das ist sogar mehr. 1350. Bedeutet, mit einem 10er sind es 2,5. Oder Mathe war noch nie meine Stärke. Naja, meine, vor ein paar Jahren, wo ich Schule gegangen bin. Vor 2 Jahren, wo ich in der Schule noch war. Ja. Ja, Freunde, so ist das, ne? Deswegen, die Analyse folgt nach dem Vlog. So ist das bis jetzt abgesprochen worden. Und wir fahren jetzt erstmal eine Chinatown-China-Fahne. Sich nehmen. Ne? Genau. Wir möchten natürlich auch den asiatischen Mitbürgern ein bisschen unter die Arme greifen, da in letzter Zeit auch nur arabische Lokale gefördert wurden, hier auf Maverick TV. Und wie ich auch gesagt habe, ne, die schlechten Zocker, die verzocken alles und können danach nicht mal essen gehen und gehen mit Hunger schlafen. Und gute Spieler, die haben halt immer Para. Ne? In diesem Sinne, meine Freunde. Neukölln. Wie willst du damit sagen, wir haben jetzt irgendwie... So, Digga, warte. Wollte jetzt irgendwie was sagen? Warte, ich will nur zeigen, dass wir Neukölln sind. Was wolltest du denn gerade sagen? Was uns irgendwie in einem negativen Licht... Mich überhaupt nicht. Schieß los. Ich meine, wird nicht geluscht. Ne? Ich werde mich dazu auch gleich äußern. Du hast auf jeden Fall noch eine Minute, 30 Sekunden. Ich wollte nur sagen, spendet weiter für Maverick TV. Oh, da ist meine Crew, Digga. Crew! An alle Hater, fickt euch. Piep! Mir macht das. Ey, das darf man gar nicht mehr sagen. YouTube-Programme! Mir macht das sowieso nichts aus.
Schreibt, was ihr wollt. Ich bin der Beste. Kto? Jutro? XXXX. Jutro gram 4 razy X. Ja już mam. Już wszystko przejrzyj. Kurwa, rozbity, kurwa, tak, że mi się nawet nie chce grać. Peace out, Freunde. Dicker, wie bei Ocean's 11 gehen wir hier. Mit der Crew.